Das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. 1 Million Menschen neu aufnehmen, integrieren, keine Steuererhöhung, keine Defizite, keine schweren Verteilungskämpfe. Ich kenne ja kein anderes Land der Erde, das dazu so schnell in der Lage gewesen wäre. Aber wie schnell sich die Lage auch ändern kann, zeigen schon die Zahlen, die der Bundesfinanzminister am Dienstag vorgestellt hat. Und deshalb dürfen wir uns mit dem Erreichten natürlich nicht zufrieden geben. Bei steigenden Zinsen und steigenden Rohstoffpreisen kann also aus dem Haushaltsplus auch schnell ein Haushaltsdefizit werden. Ich bin deshalb sehr zurückhaltend mit großen Steuersenkungsversprechen. Wohlstand für alle zu erreichen, ist den Dauerstreit der Länder sollen wir lösen, um mindestens 5 Milliarden netto zusätzlich dazu zu geben. Und seit Dienstag dann nochmal die Ankündigung einer Steuersenkung um 15 Milliarden. Das sind zusammen 40 Milliarden, mehr als 10% des Bundeshaushaltes. Mal ganz offen, wer soll das eigentlich glauben? Das werden wir nicht machen. Vor allem für Alleinerziehende und Familien müssen wir mehr tun. Da bieten sich Sozialabgaben weit besser an als Steuern oder zum Beispiel dafür zu sorgen, dass sie durch die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses des Bundes, dass überall in Deutschland die Kindertagesstättengebühren abgeschafft werden könnten. Das werden dann nicht ein paar Euro pro Monat, sondern 200 Euro pro Monat und mehr für die Familien. Und zweitens, man muss solche Entlastungen nicht vor Wahlen ankündigen, sondern nach Möglichkeit vor Wahlen machen.